Hallo und willkommen zu diesem Favoritenvideo. Letztes Mal ist sehr gut bei euch angekommen, deswegen dachte ich, ich präsentiere euch einfach wieder die Dinge, die ich gerade aktuell sehr viel benutze oder vielleicht auch einfach neu entdeckt habe. Es sind ein paar Neuheiten dabei, es sind sehr viele Lebensmittelempfehlungen, aber es ist auch wieder was für die Haare, also es ist ein bisschen bunt durchmischt, aber einfach was, was ich ja, einfach gerne benutze. Und ihr wisst, mein Leben dreht sich einfach viel um gesunde Ernährung und um Fitness. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Und ich gucke mal, mit was ich starte, weil ich glaube, es ist was. Wir starten mal mit einer Sache, die ihr, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auch aus meiner Story kennt. Und das ist dieser Proteinriegel. Der ist von Rawbite. Ich kenne Rawbite tatsächlich schon ewig. Also ich habe Rawbite, glaube ich, zum ersten Mal vor, also keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren vielleicht. Die gibt es nämlich auch in der Drogerie. Vielleicht habt ihr die auch bei DM oder so schon mal gesehen. Ich habe die bei Proteinprojekt bestellt. Da habe ich auch immer einen Code, kann ich euch mal unten verlinken. Das ist so dieses Amazon für Fitness. Das ist gerade hier unbezahlte Werbung. Aber ich bestelle da wirklich gerne, weil die zum Beispiel auch Linis Bites haben. Und auch die Pamela-Produkte und so. Und ihr wisst ja, ich bin eine Snackmaus, deswegen liebe ich es da einfach auch mal ein bisschen rumzugucken. Und die haben auch voll viele so Chips und Aufstrich. Also einfach, ich sage ja Amazon für Fitness. Jedenfalls, was ist das Besondere an diesem Riegel? Da ist drinnen getrocknete Datteln, Mandeln, Rosinen, Pumpkin Seeds, Rice Protein Powder, Kakao Powder, Kakao Nibs und Cashews. Und das ist alles vor allem Bio. Also wir haben hier wirklich 19% Protein und keinen geaddeten Zucker. Also das ist wirklich so, ich finde mit den Snack Bites, die kennt ihr ja von mir auch, aber ich finde, der ist wirklich als Riegel der cleanste Riegel, den ich kenne. Also das ist wirklich echt krass und der schmeckt gut. Ich muss sagen, Protein ist jetzt nicht meine Lieblingssorte, weil der ist quasi so, der schmeckt nach nichts. Der schmeckt halt nach Datteln und ein bisschen so Kakao, aber der schmeckt sehr, sehr, sehr neutral. Was ich auch sehr gerne mag, ist Apfel. Und dann habe ich Limette jetzt noch bestellt, da bin ich auch mal sehr gespannt. Und Kokos, die haben so einen, da müsst ihr mal gucken, den gibt es auf jeden Fall bei DM. Der ist so Coconut irgendwie, der schmeckt einfach wie so Raffaellos. Also der ist so lecker, natürlich ohne die Schokolade, aber der ist gut. Also testet den auf jeden Fall mal aus, kann ich von den Zutaten super empfehlen. Der macht satt, auch ein geiler Nachtisch und ist halt einfach komplett clean, also einfach geil. Weiter geht's mit, ich würde sagen, wir starten mal direkt, wir haben schon gestartet, wir machen mal direkt weiter mit einem Haarprodukt. Was verbirgt sich dahinter? Hier auch wieder, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr zu dem Gerät schon ein Tutorial gesehen. Es ist der Dyson Airwrap und das ist unbezahlte Werbung, leider. Dyson, if you see this, you can come sponsor me because I have the hair for this. Nee, aber habe ich mir selber gekauft, tatsächlich zu Weihnachten vor, ich glaube es war 2020 oder 2021, auf jeden Fall schon mindestens 2 Jahre her. Ja, und ich habe den seitdem und da war noch nie was und ich bin sehr happy damit. Es gibt verschiedene Aufsätze, zum Beispiel gibt es den Aufsatz, den klickt man auch einfach so drauf. Da kommt hinten Luft raus. Ihr könnt den dann auch so einstellen. Ein richtiges Werbevideo. Ich bekomme dafür keinen Cent. Ich habe noch nicht mal einen Provisionslink dafür, Leute. Aber ich bin wirklich sehr begeistert. Genau, also man kann die Düse einstellen, wie viel Luft rauskommt. Man kann zwischen 3 Stufen heiß und kalt einstellen. Und dann gibt es noch zum Beispiel so einen, ja, das ist jetzt, ich habe den jetzt nicht sauber gemacht. Okay, da hängen jetzt Haare drin. Aber das ist mir jetzt auch egal. Es gibt einen Rundbürstenaufsatz. Damit mache ich mir ganz oft hier vorne so meine Curtain Bangs, weil das kann man einfach eindrehen, halten und dann drehe ich die wieder ganz vorsichtig aus, wisst ihr? Und das Ding ist halt, ich bin halt zu dumm, sage ich euch jetzt ganz ehrlich, da bin ich jetzt mal so limitierend. Anna würde jetzt schon wieder sagen, du darfst nicht so über dich selbst sprechen. Aber in dem Fall wirklich, ich bin nicht fähig und ich habe auch keinen Bock, das zu lernen, eine Bürste und einen Föhn zu benutzen. Gleichzeitig. Also eine Rundbürste. Deswegen 2 in 1. Genau, dann gibt es hier auch noch so eine Bürste. Damit kann man dann auch so straighten und so, wenn man das will. Ist auch cool. Und es gibt bei Dyson auf der Website, habe ich gesehen, Leute, da gibt es so viele Tutorials einfach. Also ihr könnt dann auch euch andere Aufsätze kaufen. Zum Beispiel hier
sind zwei verschiedene dabei. Einmal so ein dünnerer und einmal halt ein dickerer. Und den gibt es auch noch in lang. Das merke ich nämlich, weil ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich jetzt meine Haare nehme, das ist jetzt der dickere, da passt natürlich mehr drum, weil ich halt mehr Fläche habe. Und dann wird der halt quasi, soll ich das jetzt mal zeigen? Ja, komm, ich zeig das jetzt einfach. Wir machen jetzt mal hier Live-Test, okay? Also wir klicken das drauf. Wichtig ist, dass der Pfeil immer vom Gesicht weg zeigt. Also wenn ich jetzt vorm Spiegel stehen würde, der soll weg zeigen, weil dann nimmt es die Haare nach außen, okay? Okay, also eingesteckt. Jetzt machen wir den an und dann nehmen wir einfach die, ich mache jetzt mal hier vorne ein paar Haare. Und ihr seht, das ist jetzt so eine ganz normale Strähne, ja? Also anmachen. Und dann zieht es der jetzt so ein und es wickelt sich automatisch drum. Ja, Fazit eigentlich, man kühlt es dann, ihr seht das jetzt auch auf jeden Fall schon, man kann dann auch kalt machen, weil das Haar nimmt im kalten Zustand quasi die Form an. Aber ich lege die dann einfach immer zurück. Jedenfalls, warum habe ich das jetzt gezeigt? Ich wollte euch zeigen, ich habe halt sehr lange Haare und wenn ich jetzt eine dicke Strähne nehme, dann teilweise rutschen halt meine Spitzen hier unten drüber. Und wenn man halt mehr Fläche hat, dann ist es halt leichter. Das heißt, für euch, wenn ihr auch nicht so lange brauchen wollt, kauft auf jeden Fall, wenn ihr so lange Haare habt wie ich, oder ich würde schon sagen, ab Schulterlänge, kauft auf jeden Fall den in der Long Version. Ich habe mich jetzt auch eingetragen, bei Dyson kann man sich eintragen für die Aufsätze, weil die sind gerade ausverkauft und ich brauche diesen Long-Aufsatz. Genau, also kann ich euch mal verlinken. Wie gesagt, ich glaube, die Farbe gibt es auch nicht mehr. Das ist irgendwie Gold mit Dunkelblau, was weiß ich, Roségold. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Investition gewesen. Vor allem, da ist halt noch ein Föhn mit dabei. Und man macht das ja normalerweise mit feuchtem Haar. Ne? Also ich verlinke euch unten auch nochmal mein Tutorial, wie ich so meinen Daily Look mache. Aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Weiter geht's mit meiner neuesten Errungenschaft. Leute, meine neuesten Errungenschaft. Diesen Tee. Und ich sag euch jetzt was, der ist einfach schon leer. Ich habe den im Reformhaus gekauft. Den gibt es auch bei DM. Der ist von Yogi Tea. Den gibt es auch bei DM. Und ich muss sagen, ich finde den so gut. Ich ziehe jetzt mal die Kappe auf, weil irgendwie ist auch ein bisschen unsympathisch, ne? Und vor allem jetzt wird es irgendwie ein bisschen dunkler. Ja, egal. Damit ihr mein Gesicht auch sehen könnt. Ich liebe diesen Tee. Sweet Chai. Der ist mit einer ayurvedischen Gewürzmischung. Sehr große Empfehlung. Also ich liebe das auch, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Zum Beispiel bei meinem Friseur in Berlin. Die haben auch ayurvedischen Tee und so. Die arbeiten ja mit Ayurveda und so. Das ist alles so ein bisschen ayurvedisch halt. Und so lecker. Und dann ist da noch drin Anis, Fenchel und Süßholz. Alter Leute, der ist so lecker. Also der riecht noch, ne? Da ist aber nichts mehr drin. Jedenfalls habe ich mal probiert, es gibt ja noch diesen Pukka-Tee. Bisher keine Sorte hat mich überzeugt, weil ich finde, der schmeckt richtig wässrig. Und der, ich habe mir den natürlich jetzt auch hier gemacht. Natürlich nicht den, weil der ist leer. Ich habe diese Packung nur für jetzt aufgehoben. Ich habe jetzt den, ich weiß gar nicht welcher, das ist Klassik oder so, oder Grüne Liebe oder keine Ahnung. Auf jeden Fall auch alles so mit ein bisschen Zimt und Anis und Fenchel, ist einfach lecker. Einfach gute Zusätze, also gute Zusätze. Ohne Zusätze, weil ganz oft ist halt, ihr wisst ja, ich liebe halt auch so, was gibt es, türkischen Apfel, diesen Muffin-Tee und so, finde ich halt auch richtig geil. Aber das ist halt nur Aroma. Also ich beschäftige mich ja gerade sehr viel mit diesem wirklich back to the roots, also in Waschmittel, in Putzmittel, in Lebensmitteln sowieso. Aber halt generell, es gibt so kleine, und ich dachte halt immer, und das ist jetzt der Punkt, ich war nie ein Teetrinker. Ich liebe Kaffee, okay? Aber wenn ich Tee getrunken habe, dann wollte ich halt immer voll gerne so süßen Tee trinken. Und das war dann halt meist so künstlich schmeckender Tee. Keine Ahnung, woher das kam, aber ich habe es halt voll geliebt. Und dann dachte ich, naja, ich werde keinen Tee finden, der ohne Zusätze ist, ohne dieses Aroma. Weil das macht ja diesen Apfel und blablabla, Muffin, Apple Pie, Tee macht den ja so geil, weil der so süß künstlich schmeckt. Und dann habe ich dieses Pukka probiert, wie gesagt, und ich wurde bisher enttäuscht. Also Pukka, wenn ihr das seht. Überzeugt mich vom Gegenteil, aber ich muss sagen, dann habe ich Yogi-Tee probiert. Ich glaube, der ist ein bisschen teurer, aber da ist wirklich nur, das sind einfach nur so getrocknete Kräuter halt aus biologischem Anbau und das ist halt so geil. Also da ist kein Scheiß drin und so und ich finde den so lecker. Also Sweet Chai, probiert den aus wirklich und schreibt mir vor allem, weil ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und ja, ist halt süß, weil bei Yogi-Tee, da stehen auch immer so kleine, so, habt ihr ja gerade gesehen,
so Sachen drauf und so. Und wenn man jetzt den zum Beispiel morgens trinkt zum Start in den Tag, finde ich, ist es halt auch nochmal was Schönes, weil man hat wie so eine Affirmation. Also das Konzept mag ich sehr, auch unbezahlte Werbung, aber Yogi-Tee, ich sitze quasi schon perfekt. Wenn ihr das seht, dann, wir können gerne zusammen arbeiten. Ich bin nämlich in diesen Tee verliebt. Und alle anderen Teesorten, ich habe mir 4 gekauft, mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, das ist grüne Liebe. Nee, das heißt nicht grüne Liebe. Grüne Power. Ich suche die später noch, weil ich teile es euch auf Instagram. Auf jeden Fall alle sehr eine gute, also mag ich, aber Sweet Chai, richtig lecker. Ich glaube, wenn wir schon mal bei Tee sind, machen wir weiter mit dieser Tasse hier. Leute, diese Tasse ist von Motella Mio. Ich weiß nicht, ob mein Code noch gilt. Ansonsten frage ich nochmal nach, weil wir haben keine YouTube-Kooperation oder so. Wieder auch unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber diese Tassen, diese Größe, es ist so schön, es ist einfach, es ist toll. Alles, was sie haben, ist so toll. Meine Teller, meine Bowls. Und ich sage euch jetzt mal wirklich, ich habe es auf Instagram schon angesprochen. Wenn ihr Schüsseln und Teller und so weiter habt, Servierplatten, Back, da gibt es auch, die machen auch Vasen und für Seife, die machen wirklich super viel. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Aber Tassen und Bowls, ihr wollt nie mehr ohne Bowls sein. Also ohne den Inhalt auch. Man hat viel mehr Motivation. Es ist ja wie, wenn man irgendwie eine neue Handtasche hat und dann will man sich so fertig machen und mit der Handtasche rausgeht. Also weiß ich von Freundinnen, weil ich bin kein Handtaschenfreak. Auch nicht mit Schuhen, aber mit Sportsachen zum Beispiel. Man hat irgendwie ein Sportoutfit und man findet es halt richtig, richtig cool. Und dann denkt man sich so, boah, damit will ich jetzt irgendwie ein Workout machen. Man ist halt viel motivierter. Und ich finde, bei Sportsachen oder generell, es funktioniert auch und ist auch geil. Aber man hat halt voll oft, natürlich, du kannst dich halt nicht jeden Tag anziehen. Also wenn du jetzt 6-mal die Woche Sport machst und jeden Tag ein Outfit anziehst, ja, natürlich, irgendwann nutzt sich das ab. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch, es ist ja auch Workwear, so ist ja klar. Aber bei Geschirr, das ist halt eine Investition fürs Leben. Also keine Ahnung, irgendwie, ich freue mich da dran. Ich habe, glaube ich, 4 Tassen oder so. Die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und dazu habe ich aber auch noch eine Bowl, also sehr schön. Kann ich euch mal, wie gesagt, gerne verlinken. Und es macht halt einfach auch viel mehr Spaß. Und jetzt gerade, wo es auch so cozy wird und warm wird, also so, ihr wisst schon, so wärmend wird mit so Lichterketten und Kuscheldecken und so, ist einfach doch schön. Ja, okay, also ich verliere mich schon wieder an allem. Also nächste Empfehlung, legt euch wirklich einfach Geschirr oder Tassen zu, jetzt für diese Zeit, weil wir kommen jetzt auch zu was, und zwar zu einem Must-Have für mich, jetzt gerade, wenn auch wieder diese ganze Zeit anfängt, und zwar Kürbispüree. Kürbispüree. Das ist einfach ein Gamechanger, wenn ihr euch Pumpkin Spice Latte, ich habe letztes Mal geguckt, Leute, Pumpkin Spice Latte, der mit Sahne und so, der hat irgendwie um die 400 Kalorien. Also ich meine, go for it, wenn ihr das mal wollt und so. Und wenn ihr es noch nie probiert habt und voll Lust darauf habt, dann macht es. Aber der Fakt, dass einfach Leute das on a daily basis, die gehen so zu Starbucks oder zu einfach anderen, auch Shakes generell, und die zimmern sich das halt so rein und dabei geht halt denen voll verloren, erstens, was da für eine Scheiße auch drin ist, aber halt auch, wie viel Kalorien sowas hat, versteckte Kalorien halt. Und wenn einem das wert ist und man sich darüber im Klaren ist, dann ist auch voll okay. Aber ihr müsst überlegen, teilweise so, ich bin voll froh, dass ich mit 12 oder 13 kein Starbucks in meiner Nähe hatte, weil ich hätte noch mehr zugenommen. Ich war ja eh mit 16, 17, ich habe angefangen zu rauchen, ihr wisst, müssen wir jetzt nicht drüber reden, Scheiße gegessen. Aber das, wäre das noch in meiner Nähe auf dem Schulweg oder so gewesen, das ist ja der Punkt, dass halt Kinder, die natürlich, die lernen nirgendwo, was ist gesunde Ernährung oder wie viel, also was ist ein normales Essverhalten, dann vielleicht von zu Hause, dürfen die vielleicht nicht naschen, das heißt, das Verhältnis, also das Bedürfnis ist noch viel größer, draußen irgendwas zu essen und so, und dann gehen die in ihrer Mittagspause dazu Starbucks und ziehen sich das noch zum Mittagessen rein und so. Und ich finde es halt schade, weil ich finde, sowas kann man sich mal gönnen, aber das ist halt kein Kaffee, das ist kein so ein Käffchen, was man einfach mal eben so trinkt, sondern das ist halt eine Mahlzeit eigentlich von den Kalorien oder fast eine Mahlzeit. Und ich finde es halt teilweise auch unnötig, weil einfach unnötiger Zucker drin ist, finde ich, das ist meine persönliche Meinung. Und auch unnötige Aromen und dann auch mit dem Pumpkin-Sirup und sowas, da alles so drin ist. Und das finde ich hier ist halt cool und da auch ein Learning für euch generell, wenn ihr so Sachen aus dem Glas kauft, also auch Apfelmark zum Beispiel oder Bananenmark oder so. Leute,
guckt immer drauf, dass in den Zutaten hinten wirklich 100% das drin ist, das Püree drin ist von dem, was draufsteht. Weil voll oft kaufen Leute Apfelmus, habe ich auch im Coaching bei mir Mädels so, ja, ich habe mir jetzt Apfelmus noch oben drauf gemacht und die denken dann, oder auch bei Nussmus so, die denken, oh ja, das ist ja Nussmus. Ihr müsst wirklich hinten drauf gucken, weil ganz oft, ich meine jetzt nicht die Tabelle, sondern ich meine die Zutaten, ganz oft ist da noch Zucker oder sowas oder Sirup oder Aromen oder Konservierungsstoffe mit dabei. Und das braucht ja wirklich kein Mensch. Ihr könnt euch natürlich auch einen Hokkaido-Kürbis kaufen, in den Ofen legen und dann mixen. Das funktioniert genauso. Das habe ich mir nur geholt, weil ich voll Lust habe, so zum Beispiel einfach mal einen Pumpkin-Spice-Latte oder sowas zu machen mit noch einem leckeren Gewürz. Kannst du einfach schnell so reinlöffeln in deinen Milchaufschäumer und dann ist es easy. Und du hast halt den Prozess nicht. Deswegen finde ich das super gut, habe ich jetzt bei Edeka gefunden. Und die Gläser eignen sich perfekt. Also jetzt mal auch hier einen kleinen, weil da auch drauf steht Zero Waste und so, ist wahrscheinlich irgendwie recycelt. Die Gläser hebe ich so gerne auf und mache da irgendwie Overnight Oats drin oder jetzt selber, ich habe voll Lust wieder auf so Pflaumenmarmelade oder so, alles, was jetzt gerade so in Saison ist, ist ja generell mega geil. Oder auch selbstgemachtes Kürbispüree dann, also ich spüle die immer und behalte die und das ist super. Auch für Dressings, die mitzunehmen oder auch mal was einfach in den Kühlschrank zu storen, juckt ja keinen, ob das jetzt eine gute Box ist oder nicht. So, wen juckt es am Ende? Hauptsache es ist luftdicht verschlossen. Kürbispüree für die Jahreszeit auf jeden Fall must have. Macht es und probiert euch aus. Ob das, also kann auch mal eine Suppe sein. Ihr könnt auch mal faul sein und euch abends daraus einfach mit Gewürzen eine Suppe machen. Bisschen Kartoffeln vielleicht noch dazu. Geht auch fit. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich was, was ich sehr gerne teile, weil eine Freundin von mir, Eileen, die kennt ihr vielleicht von Dini's Bites, hat eigenes Proteinpulver mit ihrer zweiten Marke rausgebracht, mit Get Fuel. Und das Proteinpulver ist based, ja, on this, what I like. Und zwar, es ist organic, es ist natural und es ist vegan. Und es hat, und das habe ich bei ihr im Video gesehen, ich kann euch ihr Video auch mal verlinken, es hat Bourbon-Vanille und zwar irgendwie 9-mal so viel, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, auf jeden Fall sehr viel mehr als alle anderen Vanille-Proteinpulver und das finde ich richtig krass. Und das ist tatsächlich mit Ehydrit gesüßt und ihr wisst ja, ich verzichte auch on a daily basis, verzichte ich jetzt wirklich auch auf Süßstoffe und so und vermeide das wirklich. Ich habe ein paar Produkte, da ist es drin, zum Beispiel auch das Lean-Protein von Foodist, das Cinnamon, da ist ja auch Stevia drin. Und da ist jetzt, wie gesagt, Ehydrit drin. Und ich finde, wenn man das in Maßen zu sich nimmt, auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist da jetzt auch bei mir und generell bei Proteinpulvern, achtet wirklich darauf, dass die organic sind, beziehungsweise dass die auch made in Europe sind. Es gibt ein paar Anbieter draußen, die haben vielleicht leckeres Proteinpulver, aber die sind nicht mit europäischen Richtlinien gemacht. Und da hat man halt ganz oft Verunreinigung, was dann halt auch zu Leberschäden führen kann oder. Und deswegen, dann sage ich euch, lieber, tausendmal lieber, einfach pures Erbsenprotein oder Kürbiskernprotein aus der Drogerie, auch wenn scheiße schmeckt. Aber das ist wirklich, da geht ihr auf Nummer sicher so. Oder halt Lean Protein von Foodist, da das unflavored, das ist ja auch wirklich, das besteht aus zwei Zutaten so. Das ist easy. Aber hier, wer gerne ein bisschen Geschmack will und auch gerne was ein bisschen süßer schmeckt, dann kann ich das wirklich empfehlen. Vor allem, wer Vanille mag. Also ich finde, Vanille passt ja auch zu allem. Und von Rahel gibt es ja auch diese Eissorten. Ich weiß nicht, ob ihr Rahel kennt, kann ich euch auch verlinken. Die hat so veganes Ben & Jerry's gemacht in gesund. Und da benutzt sie halt voll oft für diese Joghurt-Eiscreme, benutzt sie Vanilleprotein. Und da finde ich das halt auch geil. Und es schmeckt sehr vanillig. Also schmeckt überhaupt nicht zu süß. Ein Ticken süßer als Foodist. Aber überhaupt nicht zu süß und halt natürlich. Deswegen, bis auf das Ehydrit, Top-Zutaten, also auch so Top-Zutaten, ne? Aber ihr wisst nach meinem Maßstab, Top-Zutaten, es ist Bio, es ist lecker. Ich kenne die Gründerin, ich kenne Eileen, ich kenne ihr Kind, ich kenne ihren Mann, ich kenne die Firma. 100% approved, auch Lini's Bites, die sind ja natürlich noch mal ein bisschen, also Get Fuel ist eher so Performance und auch ein bisschen, ja, mit Ersatz, wie Zuckerersatz einfach nur. Und Lini's Bites benutzt halt Kokosblütenzucker oder Dattelsüße oder so. Aber die ist generell, also Eileen ist eine tolle, wunderbare Frau mit tollen Werten, wo ich 100% hinterher dazu stehe und so. Und deswegen, also 100% approved generell einfach als aus menschlicher Sicht auch. Könnt ihr einfach mal gucken, verlinke ich euch. Schmeckt sehr lecker. Wie gesagt, weniger süßer als das von Foodist, aber auch ganz anders, weil es halt man... Ne, es ist auch ein Unterschied. Manche mögen Stevia nicht, manche mögen eher Ehydrit. Aber ich mag es sehr gerne. Ich finde es sehr lecker. Hatte ich jetzt auch schon im Joghurt mit so Blueberries, auch sehr gut.
Und ja, das waren meine Favoriten. Ich habe so viele Favoriten, Leute. Also Oktoberfavoriten wird auch nochmal geil. Je nachdem, wann ihr das Video seht, erfahrt ihr ja vielleicht auch die ein oder anderen Schnapper bei mir auf Instagram. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall was zu essen, weil ja, ich düse jetzt bald los nach Berlin. Vielleicht habt ihr das auch auf Instagram gesehen. Und verbringe da ein paar Tage, freue mich sehr. Ich glaube, das Video seht ihr auch erst, wenn ich schon in Berlin war, weil ich nicht weiß, wie schnell ich mit dem Schnitt hinterherkomme. Bei mir auf Instagram dreht sich ja gerade alles um das Thema Blutzucker und dann bin ich auch wieder am Workouts machen. Also ihr werdet hier auch mehr erfahren. Auch wieder, es werden auch wieder Vlogs kommen, aber ich mache das halt immer so ein bisschen phasenweise. Genau, und freue mich da sehr drauf, euch bei allem mitzunehmen. Ansonsten war es das. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Jetzt ist ja auch, wie gesagt, die Black Week. Black Week ist jetzt bald? Ja, Black Friday und Cyber. Ist das so? Ja, ich kenne mich damit. Ey, es ist bald, weiß ich, November oder so. Aber vielleicht auch der Dyson jetzt gerade ist auch eine Investition. Der Tee beim nächsten Einkauf. Generell, ich hoffe, ich konnte euch dazu motivieren, ein bisschen was Neues vielleicht zu probieren, was Gesünderes auszuprobieren, inspiriert zu werden generell. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Fühlt euch doll umarmt und danke fürs Zuschauen. Oh, jetzt esse ich erstmal Spaghetti-Kürbis. Auch eine Empfehlung. Wer bis hierhin dran war, küsse dein Auge.